Mercedes Monza. Mit diesem Auto hat Rudolf Caracciola 1926 seinen ersten Rennsieg feiern können. Und zwar hat er mit dem Monza den großen Preis von Deutschland auf der Avus in Berlin gewonnen. Und man muss sich das vorstellen, das Auto ist 1924 erstmals in Rennen eingesetzt worden, hat einen reinen 8-Zylinder-Motor mit nur 2 Liter Hubraum, trotzdem aber 170 PS. Und das war möglich mit einem Roots-Kompressorgebläse, 4-Ventil-Technik. Und Ferdinand Porsche, der damals in den Diensten der Daimler AG stand, hat wirklich nach allen Regeln der Kunst einen Grand Prix-Renner geschaffen mit einer Leistungsfähigkeit, die ja auch Jahre danach immer noch spektakulär war.